Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ihr seht mich hier. Wo bin ich denn wohl? Ihr könnt mal raten, bevor ich aufschlüssel. Es ist übrigens 20.28 Uhr und ich bin unterwegs zu Kaufland. Das heißt, ich bin in Bad Oldesloe, genau. Ich muss wieder auf meine Lehre aufpassen morgen. Und deswegen hat mich Gazi vorhin abgeholt. Und zu meinem Entsetzen habe ich eben festgestellt, dass ich meine Brille zu Hause vergessen habe. Das heißt, ohne Brille bin ich ja blind wie ein Fisch. Ich sehe ja nichts. Ich kann weder lesen, noch kann ich mein irgendwas im Internet recherchieren. Ich sehe ja nicht mal, wer mich anruft. Also das geht ja gar nicht. Ohne Brille ist nichts zu machen. Habe ich immer gefragt, ob Kaufland seine Brillen hat. Weil eigentlich wollte ich morgen mit Melia in die Stadt dann und mir eine Brille holen. Also hier gibt es ja auch so ein kleines Innenstädtchen. Innenstadt wäre jetzt übertrieben, aber da könnte man bei Kick unsere Brillen holen. Aber Melia sitzt nicht mehr gerne im Kinderwagen. Habe ich eben mit Entsetzen gehört. Und dann ist das weit. Also mit Melia zu Fuß in die Stadt zu latschen, das ist fast unmöglich. Und sie zu tragen ist schon echt schwer. Deswegen habe ich dann gefragt, ob Kaufland denn Brillen hat, und Emma hat gesagt, ja, die haben welche, und deswegen bin ich mal guter Hoffnung, dass ich da jetzt welche finde. Und wie gesagt, es ist 20:38 in der Stadt, hat weder Kick noch sonst irgendwas auf, oder wo man sonst noch Brillen kaufen könnte, denn ja nicht Kick, sondern Teddy. Und also meine letzte Hoffnung ist jetzt Kaufland. Jetzt gehe ich da hin und guck mal, und dachte mir, da könnt ihr mich ja begleiten und ich starte mal einen Vlog. Wir haben, glaube ich, 2 Wochen oder 1,5 Wochen, ich weiß gar nicht mehr, 2 Wochen, glaube ich, keinen Vlog mehr gemacht. Und während ich hier bin, habe ich ja nicht so viel zu tun. Ich muss morgen, wie gesagt, den ganzen Tag auf die Kleinen aufpassen. Emma hat eine Schulung. Ihr wisst ja, sie ist Arzthelferin und hat da oder eine medizinische Fachangestellte und hat morgen eine Schulung in Bad Segeberg und die dauert bis 18 Uhr. Und Melias Kita geht ja nur, weiß ich nicht, bis mittags. Und dann habe ich gesagt, da Gazi sowieso nach Hamburg reingefahren ist aus Geesthacht, der musste nämlich Autoreifen holen von uns. Hier bauen sie gerade, sehe ich, die reißen wahrscheinlich ab und machen hier einen Neubau. Naja, gut. Habe ich gesagt, dann nimmst du mich mit, dann muss ich nicht morgen früh Kimi nerven, dass er mich hierher fährt. Muss er nämlich ganz richtig früh aufstehen. Und so ist am besten. Er war eh in Hamburg, dann hat er nicht mitgenommen. Aber ich habe meine Brille vergessen. Wie mir das passieren konnte, weiß ich bis heute nicht. Wahrscheinlich, weil alles ziemlich schnell ging. Denn ich hatte nicht damit gerechnet, dass Gazi schon so früh kommt. Der hatte aber Autoteile noch zu besorgen hier in Hamburg oder bei uns in Hamburg. Und ist deswegen natürlich vor Geschäftsschluss schon in Hamburg erschienen sozusagen und hat mich dann etwas früher erwischt, als ich eigentlich gerechnet hatte. Das heißt, ich habe noch gar nicht geparkt und wollte auch vorher noch duschen. Das habe ich auch noch gemacht, weil wir wieder heute Morgen kein warmes Wasser hatten. Denn das fällt uns ständig aus. Irgendwie ist die Heizungsanlage leider kaputt. Und dementsprechend habe ich dann noch mal schnell eben geduscht. Und dann habe ich noch dran gedacht, ich muss meine Brille einpacken. Die lag nämlich unten und ich habe ja oben gepackt. Und das habe ich dann vergessen. Ne? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog bei uns in Bad Oldesloe. Und jetzt bin ich gleich da und dann gucken wir mal, ob wir welche finden. So, hier sind die Brillen. Leider nur 3,50 und der Preis gefällt mir auch gar nicht. 6,99 kostet einer. Aber ja, es geht sogar noch teurer, 9,99. Dafür haben sie auch nicht mehr als 3,50 Sehstärke. Naja, hilft alles nichts. Muss ich in den sauren Apfel beißen. Dafür ist sie aber auch schick und die nehme ich jetzt. Einmal kurz gezeigt, was wir da alles so haben. Ich habe nämlich einmal diese Kekse geholt. Die werde ich gleich essen mit Gazi. Und Süßigkeiten, die waren ohne Gelatine natürlich im Sonderangebot 66 Cent tatsächlich. Einmal die Katjes Wunderland, Katjes Grünohrhase. Die hatte Gazi nämlich eben auch schon in Arbeit und die sind fast alle. Katzenpfötchen habe ich mir gegönnt, obwohl diese Dinger ziehen die Blonden raus. Ich sag's euch, ich habe gleich echt eine Blonde. Letztes Mal, als ich die gegessen habe, verloren. Aber die habe ich mir ja wieder einsetzen lassen. Letztens Katjes Tropfenfrüchte und 2x Red Bull wollte Gazi auch noch haben. Bezahlt habe ich übrigens wie viel? Ich weiß gar nicht.
mich mal eben gucken. 14,05 Euro. Hä? Wieso so viel? Wieso so viel? Ja, Red Bull und Lesehilfe, ja, und die ganzen anderen Geschichten. Ja, alles richtig. Naja, dann. Ja, schön euch wieder zu sehen. Sagt mal, das Geld geht ja weg, ne? Wie warme Semmeln, ich sag's euch. Also so viel Geld, wie ich in den letzten Wochen ausgegeben habe. Keine Ahnung, ich glaube, das haben alle Leute im Moment. Also es ist echt Wahnsinn. Also wir geben ungefähr roundabout 1000 Euro an Essen aus, jeden Monat. Klar, wir sind auch viele Leute, aber 1000 Euro nur für Lebensmittel, also das ist schon nicht ohne. Naja, was soll's. Ich glaube, über diese Situation können sich alle stundenlang auslassen. Aber eine Besserung ist nicht in Sicht. Deswegen hoffen wir mal, dass es auch jeder schafft. Und das Wetter ist hier übrigens relativ in Ordnung. Also ich friere überhaupt nicht. Und das, obwohl ich geduscht habe und eigentlich in letzter Zeit sehr oft friere. Aber nö. Ich finde das sehr angenehm, obwohl... Bisschen Rauch kommt doch aus dem Mund. Ja, es riecht nach Land. Es ist eindeutig eine bessere Luft hier als bei uns in Hamburg. Das merkt man natürlich immer wieder, wenn man lange in Hamburg lebt, dass die Luft hier besser ist. Obwohl es ja in Bad Oldesloe jetzt auch nicht so ist, dass hier kein Verkehr ist, aber eindeutig besser als bei uns. Das tut richtig gut. Da muss man die Oma mal wieder richtig durchatmen hier. Oh, herrlich. Ja, na gut, also ich gehe jetzt nach Hause, werde mich mit Gazi ein bisschen aufs Sofa legen. Emil ist gerade am Aufräumen, weil das Zimmer, wo ich schlafe, da liegen die ganzen Klamotten noch. Die räumt sie gerade weg und ich bin froh, dass ich meine Brille habe mit 3,50 Sehstärke. Das reicht. Ich habe ja eben schon mal Probe geguckt und dann können wir wieder den nächsten Tag überleben sozusagen, weil ohne Brille, das ist ja echt furchtbar. Ich habe eben überlegt, sag mal, was machst du denn jetzt ohne Brille? Wenn jemand anruft, siehst du nicht, wer anruft. Wenn du jemanden anrufen willst, siehst du nicht, wen du anrufen musst. Und wenn du aufs Handy gucken willst oder geschweige denn, wenn ich jetzt meinen Vlog schneiden würde, völlig unmöglich. Außerdem lese ich morgens immer, ja, darüber werde ich euch aber noch ein extra Video drehen. Vielleicht habe ich morgen auch mal die Ruhe, das zu machen. Schauen wir mal, dann werde ich euch erzählen, was wir so oder was ich jetzt so in meinem Leben immer so mache. Und mal gucken, das mache ich jedenfalls immer morgens früh. Ich stehe immer um 6 auf und dann geht's los. Beginne ich dann den Tag und ohne, dass ich die Brille habe, funktioniert das gar nicht, weil lesen ohne Brille kann ich nicht. Das ist völlig unmöglich und ja. Deswegen bin ich froh, dass ich sie gekauft habe. Aber 6,99 hätte nicht sein müssen. Also bei Teddy hätte ich die wahrscheinlich für 3 Euro bekommen. Also letztes Mal habe ich bei Teddy welche für 2,99 gesehen. Und die sehen genauso schön aus und machen auch das gleiche mit 3,50 Sehstärke. Naja, was man nicht im Kopf hat, hat man dann nachher zu bezahlen. Hilft alles nichts. Jetzt riecht es hier so ein bisschen verbrannt. Naja, oh, ich war ja auch schon wieder ein paar Tage nicht draußen. Oh, herrlich. Das heißt, ich war gestern draußen zum Einkaufen, aber nur ganz schnell mit dem Kleinen. Und oh, herrlich. Na gut, ich genieße noch mal die letzten Schritte hier und wir sehen uns wahrscheinlich dann morgen wieder oder vielleicht heute Abend noch mal. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich dachte, ich begrüße euch heute mit meiner neuen Brille. Ich finde diese Brille von Kaufland richtig gut. Also für alle, die wie ich immer lieber ja, so Lesehilfen benutzen. 3,50 bei Kaufland für 6,99, die ist auf jeden Fall richtig gut. Ich habe hier schon gelesen, ich bin ja hier schon ordentlich am Lesen und kann nur sagen, dass die wirklich gut ist. Ein Cappuccino habe ich mir noch gemacht und der steht hier und dann hat Emil mir noch so eine Nachtlampe hingestellt, die finde ich auch richtig süß. Ich habe nur geguckt, aber da ist überhaupt kein Stromkabel oder so dran. Die funktioniert, glaube ich, mit Batterie. Naja, und ein Cappuccino ist auch schon mal am Start. Und den habe ich mir mit MS Kapselmaschine eben gemacht. Es ist ganz genau 6:04 Uhr, also noch richtig früh.
Gestern Abend haben wir uns nicht mehr unterhalten, weil ja, irgendwie gab es da auch nichts mehr zu filmen. Also ich habe noch die Süßigkeiten mit Geisi geteilt. Ich habe die mir alle hingestellt und haben wir noch ein bisschen genascht. Und ich habe mir aber echt vorgenommen, mit den Süßigkeiten aufzuhören, weil mir tut das an den Zähnen weh jetzt. Und da denke ich mir, die sagen, hör auf mit dem ganzen süßen Kram, das ist überhaupt nicht gut für den Körper. Und ich glaube, ich setze jetzt hier irgendwann mal einen Schlussstrich, weil das ist so ausgeartet. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Süßigkeiten ich am Tag esse. Und das mache ich normalerweise wirklich gar nicht. Guck mal, Emil hat meine Fische hier reingestellt. Moment, ich drehe euch mal um. Oder nee, dann machen wir nachher, gucken wir uns die genau an. Die hat noch ein paar kleine Fische dazu gekauft. Und die stehen jetzt hier in meinem Zimmer und haben mir Gesellschaft geleistet. Aber ich habe mega schlecht geschlafen. Wahrscheinlich deswegen, weil ich gestern, naja, ich weiß nicht, eine Stunde oder so mich am Mittag hingelegt hatte. Weil ich bin so kaputt in letzter Zeit. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich bin so müde immer. Naja, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ich wollte euch nur ganz kurz begrüßen mit meinem Morgen-Cappuccino, weil Emma hat hier nur Cappuccino und keinen Kaffee. Ja, meine Haare sehen richtig furchtbar aus. Ich weiß, aber ich wollte jetzt die Dusche nicht anmachen. Ich hatte ja gestern Abend zu Hause noch geduscht und damit ich hier morgens früh nicht ganz früh duschen muss, weil die Kleine wacht nachher auf. Und gekämmt habe ich mich auch und ich habe einfach nur so einen Zopf umgebummelt. Das muss jetzt erstmal reichen. Genau, und um 8 Uhr wird Gasi gehen. Emil steht gleich auf, die muss zur Arbeit. Genau, deswegen beginne ich jetzt meinen Tag. Ich lese hier was genau, wie, wo, was. Vielleicht drehe ich da ja mal ein Video drüber, wenn Klein Millie H. wieder eingeschlafen ist zum Mittagsschlaf. Schauen wir mal. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall einen richtig tollen Freitag. Und wir sehen uns nachher wieder. Hier sind übrigens die Fische. Und Emil hat ja noch ein paar kleine dazu gekauft. Als Gesellschaft. Und meine beiden Goldfische. Denen macht das nichts aus. Richtig schön. Ja, und ich bin jetzt alleine. Melia schläft noch. Die war ein bisschen unruhig gestern. Ja, und ich setze mich dann. Entschuldigung, ich habe mir gedacht, so ein bisschen mal hier. Setze mich mal an das Küchenfenster. Babyfon ist an. Wenn sie weint, dann würde ich das hören. Und dann beobachte ich ja immer gerne hier in Bad Oldesloe die Menschen. Es stürmt und regnet. Wirklich richtig furchtbar. Aber das ist ja in ganz Deutschland angesagt. Das ist aber echt doof, weil meine Leute haben heute, müssen in Hamburg einen Zaun ausgraben. Und das heißt, die freuen sich sicher nicht über dieses Regenwetter. Ich hoffe mal, dass es in Hamburg nicht so schlimm ist wie hier in Bad Oldesloe. Naja, ich werde mal gleich den Wetterbericht gucken. Aber eigentlich sollte das gar nicht so schlimm bei uns in Hamburg heute sein. Naja, die müssen nämlich einen Zaun ausgraben und zu uns ins Dorf bringen. Und ja, ich hoffe mal, dass das alles mit besserem Wetter vonstatten geht. Ja, wie gesagt, ich warte jetzt hier auf Melia, bis die wach wird. Und ich überlege mir, ob ich jetzt gerade mal mein Erklärungsvideo starte, was ich ja schon seit längerem vorhabe. Mal gucken. Wir sind jetzt hier so ein bisschen am Spielen mit den Bauklötzen, die wir hier haben. Ja, Melia ist aufgewacht. Machen wir uns mal was zu essen. Für mich und für Melia. Hallo. Hallo. So. Mal gucken. Ich habe einen Käse gefunden und ich habe gefragt, ob sie den probieren will. Aber sie will ihn nicht probieren, aber ich probiere ihn. Das ist jetzt hier so ein Gouda. Und Frischkäse habe ich auch. Den habe ich ja probiert. Der schmeckt richtig lecker. Den werde ich auch mal holen. So sieht er wahrscheinlich aus. Oh. Ja, ich sehe ein bisschen verwüstet aus. Den Grund dafür erzähle ich euch dann, wenn ich das Enthüllungsvideo gemacht habe. Es ist 1 Uhr. Die Uhr ist immer noch die auf alter Zeit, aber es ist 1 Uhr. Ich habe die Kleine zum Schlafen gebracht eben und habe mir jetzt Kaffee gemacht. Und sie hat mich mal einen Moment
hier ans Küchenfenster setzen und den Kaffee genießen. Oh mein Gott, ich sehe aus, ne? Oh. Ja, die Haare müssen wieder gefärbt werden, aber das werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen, weil, ja, ich glaube, das brauche ich nicht mehr in den nächsten Jahren. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn, ich genieße meinen Kaffee jetzt hier und warte, dass Emel kommt. Die sagte, sie würde vielleicht noch kommen, bevor sie zur Schulung geht. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Naja, schauen wir mal. Ansonsten muss ich leider feststellen, dass es mir immer noch nicht wieder so gut geht, dass ich sagen kann, ich bin wieder voll auf den Beinen. Also irgendwie ist mein Leben immer noch richtig anstrengend und ich kann mich irgendwie auch, es ist alles zu viel, glaube ich, gerade im Moment. Aber ja, so ist es halt bei uns immer. Und die Schüler sind hier fleißig am nach Hause gehen. Die kommen gerade, haben alle Schulschluss. Das erinnert mich so ein bisschen, ja, als meine Kinder noch alle zur Schule gegangen sind. Ne? Jetzt habe ich ja nur noch einen. Oh, ja, na gut, meine Lieben. Ich werde jetzt meinen Kaffee genießen und ein bisschen in den trüben Himmel blicken. Es hat zum Glück aufgehört zu regnen. Und ich hoffe, dass meine Männer nicht so nass werden beim Ausgraben des Gartenzauns. Bis nachher und Prost. Nach längerer Zeit habe ich mal wieder diesen India-Frischkäse genossen, muss ich sagen. Mit diesem arabischen Brot. Das hat ganz gut geschmeckt. Also ich kann den nur wärmstens empfehlen vom Buko. Der schmeckt richtig lecker. Den haben wir ja im letzten Jahr hier auch immer gegessen. Melia allerdings hat fast gar nicht gefrühstückt. Die hat leider keinen Hunger gehabt. Und jetzt dann mal Essen zu kochen, beziehungsweise ich. Es ist... Wie spät ist es denn genau? Nicht 17:37, sondern 16:37. Hier habe ich jetzt Hähnchen aus dem Eisboot. Ist wahrscheinlich nicht halal, muss ich mal fragen. Aber halal bedeutet ja, dass es nach den islamischen Gesetzen geschlachtet wurde. Genau, und hier habe ich sozusagen Reis aufgesetzt. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen Wasser dazu machen. Und das werde ich jetzt gleich mit Zwiebeln anbraten und dann mit einer Sahnesoße verfeinern. Kennt ihr ja schon von mir, das Gericht habe ich ganz oft gemacht. Ich mache aber auch die Paprika hier noch mit rein. Und Melia staubsaugt hier mit dem Staubsauger. Hm. Hallo? Du sagst immer Hallo? Ich gucke, dass da auch nichts in die Kamera kommt. Ich glaube im Moment noch nicht. Ich mache jetzt nochmal rote Zwiebeln rein. Emma benutzt immer gerne rote Zwiebeln. Ich nehme ja immer gerne die anderen, weil die roten teurer sind. Aber die schmecken natürlich auch ganz gut. Aber ich glaube, da könntet ihr noch was sehen. Machen wir mal so. Jo. Und dann lasse ich das noch einmal ein bisschen anbraten. Und werde die roten Paprika noch mal zugeben. Auch schon mal würzen. Das hat sie mir hingestellt. Das hat sie mir eben gebracht. Das sind so Kräuterlinge von Knorr. Geht vielleicht auch klar. Mal gucken. Mache ich auch mal rein. Zucker aus dem Schrank geholt. Und dann Salz. Schwarzen Pfeffer benutzt Emel aber eigentlich überhaupt nicht. Ich mache gucken, ob ich noch Reste von uns finde vom letzten Jahr. Aber erstmal lasse ich das anbraten. Habe ich tatsächlich noch gefunden. Pfeffer hat sie gehabt und auch Paprika edelsüß. Und ich sehe hier auch nichts Offenes, deswegen mache ich das mal auf. Und Pfeffer sehe ich hier auch nicht offen. Auch mal auf. So. Ja, das mal hier abmachen. Aufpassen, das Messer ist mega scharf. Da kriegt mir immer so ein kleiner Kopf durch die Kamera. Muss ich doch nochmal Kontroll gucken nachher. Genau. So. Genau. Gut, dann mache ich gleich noch ein Paprika mit rein. Ja, ich habe eine rote Paprika reingemacht und werde jetzt nochmal eine grüne reinmachen. Die Farbe ist schon so ein bisschen gammelig. Da dachte ich mir, also nicht gammelig, aber so ein bisschen
ja, nicht mehr ganz so fresh, die sollen mal weg, tue ich auch noch mal einen Grün rein. Und dann werde ich ein bisschen Wasser dazu geben und das einmal aufkochen lassen. Ja, so machen wir das. Ja, jetzt muss ich nur aufpassen, dass die Kleine hier nicht ins Bild rutscht. So, mal andersrum. Hier habe ich jetzt warmes Wasser und das werde ich mal so ein bisschen mit reingeben, weil ich mache hier nachher die Sahnesoße dazu. So, ich kann das ein bisschen kochen. Ein bisschen mehr vielleicht noch. Moment, ich hole mal noch mal ein bisschen mehr Wasser. Boah. Dann gebe ich noch mal ein bisschen mehr dazu und ich glaube, nachher noch mal nachwürzen zu müssen. Reis. Ja, das ist immer dieses Blöde mit dem Touchscreen. Ne? Gleich geht er mir wieder aus. Da habe ich ja jetzt Glück. So ein Touch-Gedöns habe ich nicht mehr. Ich muss immer ganz altmodisch bei meinem Herd mit den Knöpfen agieren. Das ist viel besser. Das ist echt doof, oder? Also ich hasse diese Dinger. Dann jetzt Crème fraîche gefunden. Und ich habe Mehl gefunden. Das war gar nicht so einfach. Dafür habe ich kein Umrührding gefunden. Diese Spiralumrührding. Habe ich hier nicht gefunden. Deswegen habe ich das jetzt mal mit dem Löffel gemacht. Hoffe, dass ich das hinkriege. So, und das werde ich dann mal da reinmachen. Auch ohne dieses Rührding. Das ist natürlich dann Klümpchen gefährdet, aber ich denke, das funktioniert. So, das lasse ich dann auch einmal aufkochen. Werde ich mit Sicherheit noch einmal abschmecken müssen. Und dann sind wir auch fertig. Reis ist auch fertig. Dann habe ich schon mal Essen. Und die Kleine kann dann auch, weil sie wirklich gut hat, sie heute nicht gegessen, muss ich gestehen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der nächste Tag. Und ich habe mich von euch noch nicht verabschiedet gestern Abend. Das möchte ich jetzt machen. Und warum ich hier so sitze, erkläre ich euch dann in dem Anschlussvideo, welches dann folgen wird. Ich sitze jeden Morgen hier. Es ist jetzt 6.52 Uhr. Ich bin aufgestanden um 5:45 Uhr. Dann habe ich geduscht und habe meine Waschung vorgenommen. Und jetzt sitze ich hier und lese den Koran tatsächlich. Ich werde euch darüber dann später berichten. Ich habe mein Gebet verrichtet, mein Morgengebet. Und jetzt lese ich den Koran. Das ist in den Morgenstunden immer sehr, ja, sehr gut. Und bin immer noch im Bad Oldesloe. Ich spreche ein bisschen leise, weil die schlafen noch. Kasi fährt gleich zur Arbeit, aber man muss ja hier nicht durchs Haus schreien. Bibi schläft und Emma sicherlich auch. Ich muss noch einen Tag länger hier bleiben. Wie lange ich hier bleibe, kann ich tatsächlich noch nicht sagen, weil das hängt ein bisschen von Emma ab heute. Werde euch aber dann in dem Anschlussvideo genaueres berichten und möchte mich jetzt von euch verabschieden. Vielen Dank, die Brille abnehmen, aber das sehe ich nicht viel von dem, was ich hier in die Kamera halte. Mein Gesicht ist total verschwommen jetzt hier. Mit der Brille ist es immer besser, aber es spiegelt sich halt immer so doof. Ah ja, übrigens, das sind diese Kopftücher, die selber gehäkelt sind und so sieht das aus. Also es sind immer wirklich sehr schöne Geschichten, die die Frauen da machen. Ich habe das früher auch richtig, hatte ich euch erzählt, ich habe die ganze Jehiz, nennt man das. Das ist die ganze Brautausstattung für meine große Tochter gehäkelt und gemacht. Ich habe massenweise Kopftücher für sie, als sie geheiratet hat, gemacht. Damals, als ich noch jung war und als die Kinder klein waren, hatte ich euch ja schon mal erzählt. Das ist ein Muster, welches man häkelt. Das ist ein Häkelmuster, ganz einfach. Es sieht sehr kompliziert aus. Kann ich aber alles gar nicht mehr machen. Ich hätte richtig Bock drauf, das wieder zu machen. Nur meine Arthrose macht das nicht mehr mit und mein Karpaltunnelsyndrom schon überhaupt nicht. Insofern kann ich diese dünnen Häkelarbeit nicht machen, aber ich hatte richtig Lust drauf, das wieder, wieder in Angriff zu nehmen. Naja, mein Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde jetzt hier weiter meinen Koran lesen und dann darauf warten, dass alle hier aufstehen, den Tag beginnen. Ich muss heute wieder auf Melia aufpassen und werde euch dann, wie gesagt, in dem Anschlussvideo genaueres berichten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!